und mit diesem schönen Wald hier heiße euch herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe von Let's Play DayZ Origins. Und ja, ihr werdet euch bestimmt wundern, mit dem Neuanfang und so. Und das liegt einfach da dran. Jo, ich bin gestorben in dem alten und ich habe die Aufnahme verkackt. Also ist weg. Wisst ihr, was ich meine? Genau, deswegen haben wir jetzt einen Server ein bisschen volleren, weil, ja, ganz ehrlich, es ist irgendwie ein bisschen langweilig mit so wenig Leuten. Jo. Ich habe jetzt auch seit längerem auf einem mit so, ja, 40, 50 Leuten gespielt, hat eigentlich ziemlich viel Bock gemacht. Hatte auch eine G36 und dann sterbe ich eigentlich so einen dummen Bug. Ich kann immer kurz zeigen, wie ich gestorben bin an dem Baum da vorne. Okay, die Zombies sind gerade gespawnt. Weil die alle da noch auf dem Haufen sind. So, gut, auf dem Tutz. Also ich habe gedacht, ich werde verfolgt. Versuche mich hier so in den Bob zu verstecken. Okay, So. Dann kletter ich da noch ein bisschen rum. Weil die eine Seite nicht so gut war und bam, tot. Jo. Und ich wurde übrigens nicht verfolgt. Ach, scheiße. Aber das fängt ja schon mal wieder gut an, ne? So. Wir werden auch gleich in die Stadt gucken. Ich habe irgendwie hier. Jo, ein paar schlechte Fangen. Genau, ist auch ein englischer Server. Also ich habe der andere, der war ein deutscher Server. Den werde ich vielleicht. Oh scheiße, es regnet. Auf dem werde ich vielleicht auch nochmal wieder zocken. Mal gucken. So. Mann, warum kommen die alle hierher? Okay. Wenn wir mal ganz ruhig da vorne irgendwie hier so reingehen. Ich will immer ganz kurz diese weißen Punkte. Ja, auf jeden Fall nützlich. Genau, wie gesagt, wir spielen wieder DayZ Origins. Jo. Unser erstes Ziel ist es, eine gescheite Waffe zu finden. Und wartet kurz. So, ich musste gerade husten. Ja, also jetzt werden wir erst eine gute Waffe finden und ja, was ich jetzt zweites mache, weiß ich noch gar nicht. Hausbau werde ich wahrscheinlich noch warten, weil ich das gar nicht allein schaffen würde, vermute ich, bis ich mit irgendjemandem zusammenzocken kann. So, keine Ahnung, irgendwie Niklas oder so, mal gucken. Der, jo, geht gerade nicht hin, sonst hätte ich ihn vielleicht schon überredet, gerade mitzumachen, aber naja. So, mal gucken. Und ihr habt gesehen, ja, es ist schon lange nicht mehr gekommen und so, ne, ich habe auch, jo. Ich stelle auch noch ein anderes Let's Play, und zwar Mafia 2. Und jo, da erkläre ich das eigentlich, warum jetzt schon wieder nichts gekommen ist. Ich bin einfach dran, dass meine Mutter zurzeit ziemlich viel Spaß dran hat, von meinem Internet abzuschalten. Jo, ja, das kotzt mich ja mäßig hart an. Ah, naja, man kann nichts dran ändern. Ich meine, irgendwann wird dann schon wieder kommen und so, ne? Wie jetzt. Also, ich habe keine Angst haben, dass nie wieder was kommt. So. Ich werde natürlich wieder am Stück aufnehmen. Wie, ja, ich das eigentlich immer mache. Und hier ist nichts. Ja, am Stück aufnehmen und dann. Ja, so schneiden, also jetzt nicht irgendwie an- und abmoderieren bei jeder Folge. Nee. Gut. Gucken wir mal, welches Haus da vorne betretbar ist. Das ist ein Auto. Auto wäre auch noch ein ganz schönes Ziel. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mit dem Auto gleich freiwillig rumfahren würde, weil man wird einfach total leicht entdeckt. Nicht was da war dieser scheiß Regen, ey. Wenn ich jetzt gleich an Unterkühlung sterbe, ach so, ist Schutt, das ist Schutt und so, ne, nicht Shit, sondern Schutt.
So, mal gucken, was jetzt so drin ist. Gar nichts. Ist kaputt. Komisch, ich bin da die verdated. Ach, scheiße. Ich hab's auf gar keinen Fall. Da wird Zombies auf mich locken. Ja, das ist gerade ein richtig blöder Start. Oh Gott, oh Gott. In die Küche. Schnell! Oh Gott, ich werde nicht überleben. Ich werde am Anfang nicht überleben. Nein! Und der letzte. Jo, war doch schön, oder? Nehmen wir uns jetzt gleich den Revolver. Weil, ja, wir die Muni ausgeschossen haben. Also weggeschossen haben. Gucken, ob hier noch irgendwo Munition für den liegt. Liegt hier so. Nix. Eine Bandage. Okay. Die war leer, ne? Genau. Mit kleinen Tapselstrittelchen, wie sich das anhört. Gehen wir weiter. Ja, hier ist entweder der Loot verbuggt oder es gibt gar keinen. Oh, ne? Wieder raus hier. Ich will da noch kurz die Zombies durchschauen. Okay. Nix. 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 Okay. Da wollen wir rein. Hier. And the mission starts. So. Mal gucken, wie lange ich jetzt überlebe, weil jetzt ist das super stark, aber. Ja. Soweit ich weiß, hat keiner. Also, soweit ich das gesehen habe, hat keiner gleich im Chat geschrieben: Ey, da schießt einer! Also, sieht ganz gut aus. Oder irgendwie ist er davon: Ah, wer schießt da? Was ist das? So, ich weiß noch nicht, für was ich mich entscheiden will, Bandit oder Hero, aber natürlich ist es mein Ziel, auf jeden Fall das oberste Ziel, ein Haus zu bauen. Deswegen nehme ich das einfach mal mit. So, ich werde mir dann auch irgendwann eine schöne Stelle suchen, wo ich bleiben kann. Da tue ich dann mir ein geiles Zelt hinbauen erstmal und dann kommt irgendwann das Haus. Jo. Vielleicht hilft da noch Niklas noch mit. Wäre ganz schön. Vielleicht kann ich noch mal andere zusammentrommeln, damit wir ein paar mehr sind. Mal gucken, das weiß ich jetzt doch alles gar nicht. So, Magazin Nummer 2. Insgesamt 16 Schuss. Bäm, bin ich gut im Rechnen. Wir haben hier die schönen Träume für Origins. Ich glaube, die Träume hat jeder in Origins mal, wenn er damit anfängt. So. Von Munition sind wir jetzt ganz gut ausgestattet. Ich hätte aber gerne Uhr, weil ich wissen würde, wann es Nacht wird. Ich habe jetzt auch keine Lust, den Chat nachzufragen. Also ich würde so jetzt von mir aus gerne in die Hero-Richtung gehen, aber ich weiß eigentlich, wie das läuft. Ich glaube, das, ja, kommt dann so, wie es kommt.
Das muss er dann gucken. So, wir rennen natürlich wieder durch den Wald. Wie ich es eigentlich immer mache. Ich versuche nicht mal da lang zu rennen, wo eigentlich sonst die einfach hinrennen. Und da finde ich dann auch meistens die irgendwelche versteckten Zelte oder so. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Also ich habe inzwischen so viele versteckte Zelte und Dörfer gefunden. Das glaubt ihr gar nicht. Was ich noch erzählen wollte, der Bug. Also ich mich wundert eigentlich, dass ich mich irgendwie gar nicht darüber aufgeregt habe. Ich meine, was habe ich denn verloren? Ich habe eine G36C mit ein paar Magazinen verloren und eine AK-47 mit einem Magazin. Außerdem noch guten Backpack und volle Ausrüstung für Trinken und so. Also, ich muss mich eigentlich total aufregen. Ich weiß echt nicht, warum nicht. Ich habe mir eigentlich immer gedacht, wenn ich mit dem Equip sterbe, ich. Ja. Hau erstmal so hart in meinen PC rein, bis er sich nicht mehr, bis er, ja, nichts mehr macht. Nicht mal mehr hochfährt. Nur ist er doch anders gekommen. Ich habe ein bisschen Angst gerade wegen dem Regen, weil, jo, Unterkühlung und so, ne, ist klar. So. Mal gucken, wo wir jetzt noch hinkommen. Jo, ne. Ich habe mal auch mal versucht, diese Single-Player so zu holen. Einfach mal mir, ja, ohne die Angst, die ganze Zeit von anderen Spielern getötet zu werden. Zu manchen Anzahlungen ist übelst oft Zelte. Also, jo. Meistens, so wie ich das bis jetzt weiß. Ja. So, haben wir schon eine Map? Nein. Das spawnt man überhaupt? Wir haben kein Essen. Schade. Ups. Gut. Ich werde den Zombie rumkreischen. Anscheinend werden wir verfolgt. Von einem bösen Zombie. Ich weiß sogar nicht, wann ich das hochlade. Also, jo, morgen muss ich hier mal meiner Mutter den ganzen Tag daheim ist. Heute ist sie den ganzen Tag weg. Heute ziehe ich den ganzen Tag. Und jo, fährt sie auch bald im Urlaub, also dann ich erstmal hier schön. Jo. Man nervt nichts mehr. Jo, ich versuche mich auch natürlich, na, Friedrich, ich versuche mir auch Friedrich, das mache ich öfter. Friedrich vor der Wind und so, nein, natürlich nicht. Friedlich gegen anderen gegenüber anderen Spielern zu verhalten, falls ich mal welche sehe. So, Deutsch ist doch gar nicht so schwer, wie es aussieht. Nein, das hat keinen Sinn ergeben. Okay. Dann machen wir weiter. Oh, ne? Passiert das irgendwie nicht so. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wo auch das ist. Schreibt irgendeiner Kommentar. ob ich vielleicht irgendwelche die längere Strecken oder so rausschneiden soll, BZW gar nicht aufnehmen soll. Ne? Mit könntet ihr euch das jetzt sparen? Ich mach's jetzt einfach mal. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob jetzt auf der Strecke mir plötzlich Spieler begegnen und dann und tot und so. So. Kann man ja nicht wissen, ne? So. Ja, weiter. Oh, ne? Irgendwie gar nicht so spannend. Da schießt einer. Ich weiß jetzt nicht, welche Waffe. Ich mach das leise. So, mal kurz gucken, welches Skin ich habe. Okay, den habe ich ziemlich unsichtbar. Okay. Hat auf jeden Fall einer geschossen. Ich glaube, es kann keiner leugnen.
extra noch unter die Tannen gucken. Bin ein bisschen leiser, damit ich das hören kann. Die Schüsse waren zwar noch ziemlich weit entfernt, aber ich bin trotzdem mal etwas vorsichtig. Ich meine, da könnte ich mal einen Richtung treffen. Und ich habe jetzt echt gar keine Ahnung, was das für eine Waffe sein könnte. Ich meine, das könnte jetzt... meines Erachtens... Okay, der Sniper war es nicht. Hier die Anfangswaffe sein oder meinetwegen irgendein Maschinengewehr. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Anfangswaffe war es. Also die Makarov. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Ja. Wäre ziemlich geil, würde der jetzt sogar einen Spieler looten. Wir können ihn abgeknallt haben dann gleich. Zwei Spieler, aber da wäre jemand gestorben. Man würde auf Zombies geschossen haben. Ich weiß auch, dass es ziemlich Nachteil ist. Wie sieht das denn aus? Okay, nachteilhaft ist in der Ego-Perspektive zu spielen, aber ich weiß, ich habe mir das irgendwie so angewöhnt. Da kommt alles auch nochmal, meiner Meinung nach, alles um einiges bedrohlicher rüber. Da stehen die Zombies oder so, wenn du dann so siehst, die rennen auf dich zu und nicht so irgendwie, die rennen auf den Menschen dazu. Also, ja, macht schon was aus, meiner Meinung nach. Natürlich jeder für sich denken, manche denken sich dann nur, Vorteil, third person. Ja. Oh, wir sind am Wasser. Das ist halt. Zelt? Nein, es ist Steinscheiße. Von wo hat er denn geschossen, wenn der Wasser ist? Vielleicht von hinter uns? Boah, ich habe keine Ahnung. Wir sind hier! Da werden die Schüsse vom Airfield gekommen sein. Was war ich weiß, ist irgendwo in der Nähe das Airfield. Ach so, hier. Okay. Das klärt so einiges gerade. Gucken, hier ist öfter mal ein Dorf oder so oder ein paar Zelte. Eigentlich ein ziemlich beliebter Ort. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Soll ich jetzt? Ich laufe einfach mal drum rum. Ja, scheint eine ganz gute Idee zu sein. Ja, das war spannend. Ja, ich versuche jetzt ein bisschen noch leise zu sein. Einfach nicht, damit wir jetzt plötzlich überrascht werden. Dann werden wahrscheinlich sowieso, aber... nicht, wie ich die Schüsse höre. Jetzt höre ich nichts mehr. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es vom Airfield gekommen ist. Weil, soweit ich weiß, ist das hier irgendwo in der Nähe. Jo. noch weiter. Lass uns ja hoffentlich nicht von der Seite oder so überraschen. Jo. Mein Ziel demnächst wird es auch natürlich sein, auf die andere Insel zu kommen. Da war ich nämlich noch nie. Los, gell? Wartet kurz. So, hier Gerne Deluxe hoch 3. Sieht nicht so aus, als hätte ich diesmal hier irgendjemand was aufgebaut. Ich habe auch so eine kleine Idee, wo ich dann was aufbauen würde. Ich glaube, wir suchen uns jetzt ein Zelt und bauen uns irgendwie was auf. Damit möchte ich anfangen. So ein Zelt und so, da kann dann ja wieder Zeug reintun. Oh, immer diese schönen Pläne. Oh ja, macht echt Bock, sich so welche Pläne zu schmieden, so Zellen, dann kann sich ja schon was aufbauen.
dann langsam mal das Zeug für ein Haus zusammensuchen, dann ein Haus bauen. Und, wow. Ganz schön, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man jetzt für ein Haus Bandit BZW Heroes sein muss. Also ich weiß nicht, ob das ja auch irgendwie anders geht. Also jetzt ohne Bandit oder Hero so in dem und so in der Standardausgabe, so wir können immer Third Person benutzen für alle, die die First Person total nervt. Ohne. Oh, den Skin finde ich eigentlich ziemlich cool. Also, boah. Bei Origins wird einer meiner Lieblingsskins auf jeden Fall. Ich finde diesen, boah, diesen komischen Skin. Diesen mit den total blond-gelben Haaren und so. Boah, man ist einfach nur so auffällig mit dem Skin. Das ist so übel. Boah, mit dem ist er schon. Lol. Das sieht aus wie Augen hier. Auge 1, Auge 2. Gruselig. Konnte jetzt nochmal einmal komplett rumlaufen, aber nee. Also um Zelte zu suchen. O.E. Jo, ne? Ja, was kann ich denn sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie in den ersten paar Minuten alles ausgelabert, was ich ja noch wusste. Oder was es zu sagen gab. Und mit bisschen Pech laufen wir jetzt auch gleich in die Richtung des Airfields. Also mit bisschen Pech laufen wir jetzt geradeaus und sehen. Oh, Airfield. Upsala. Ja, und dann wissen wir, dass wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Ja. Ich finde es halt auch immer ziemlich vorteilhaft, an den Stränden entlang zu laufen. Beziehungsweise ja, an der Küste. Es muss ja nicht mehr Sterne sein. Eigentlich bevorzuge ich immer den Wald an den Stränden. Zu nahe den Stränden, weil da ja baut sich die meisten Dorf, BZW ein Zelt auf. Kann man sich öfter mal was abgreifen. Und ja, da laufen nicht so viele Spiele einfach so rum, soweit ich das bis jetzt jo, so weiß. Lol, ein Flugzeug. Wie geil ist das denn bitte? Ah, hier ist das Airfield. Oh Gott. Haha, ich habe ein Flugzeug gefunden. Oh Gott, ich glaube, der wollte wegfliegen, hat es aber irgendwie nicht geschafft. Kia. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht auf die andere Seite. Ist das kaputt? Also komplett? Oh, sieht so aus, ne? Ah, ne, doch nicht. Okay, das ist nicht mehr ganz so intakt. Aber wir können trotzdem mal ins Skill gucken. Und zwar so, und dann so, und dann so. Und wir sehen, hier ist gar nichts drin. Ah, wir haben jetzt hier eine Map drin. Ah. Und zwar sind wir hier. Oh. Die Stadt, wo wir haben. Lol. Wir waren. Waren wir hier? Ja. Hier waren wir. Hier durch. Dann sind wir so lang hier hoch. Hier lang. Darum. Und jetzt sind wir hier. Gut. Wir können überlegen, wo wir jetzt hin könnten. Jo. Wir laufen jetzt nach rechts hier vorbei zur Küste. Jo. Das ist der Plan. So. Noch ein paar Spiele Strecken einlagen, weil das Licht an ist. Oder einfach weil ihr Licht leuchtet. Und schnell weg.
Oh, da kommen jetzt bestimmt gleich welche angerannt. Mit bisschen Pech. So, hier gerade keine Zombies beim Jägerstand. Hoch mit uns. Und looten. Und ich glaube, es wird Nacht. Und das wäre hammermäßig scheiße. Oh, was sehe ich denn da? Geil! Maschinengewehr. Sieht etwas alt aus. So, ich werde jetzt gleich mal Breitness und Gamma hochstellen. Wir mehr sehen. Wenn es dazu dunkel wird, also auch mit Breitness und Gamma, werde ich die Aufnahme pausieren und später weitermachen. Und geil, zum Glück haben wir da reingeguckt. Ich habe es nämlich irgendwie zweimal überlegt, ob ich da echt reingucken will. Ich möchte aber jetzt ernsthaft ganz schnell weg von dem Airfield. Sehr viel zu gefährlich hier mit einem Server mit ja, mehreren Mann hier rumzurennen. Ich habe zwar eine ganz schöne Waffe, aber ich habe keine Ahnung, wie gut die ist. Ob die jetzt der größte Scheiß ist, den es gibt, oder ob die annehmbar ist. Sieht eher nach einer Schrottwaffe aus. Ich bin ganz ehrlich, sieht ziemlich alt aus. Ich würde es erst mal auf Zweiten Weltkrieg tippen. Das ist eine Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg. No. Was soll man dazu noch sagen? Sieht meines Erachtens so aus. No. Doch. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auch eine Russenwaffe sein könnte. Ich weiß es echt nicht. Also ich bin da total uninformiert. Ich sag das jetzt einfach zum... wie heißt das? Ja, von der Vermutung her. Wie ich das jetzt so... Ja, sehe. So meiner Meinung nach. Jo. Ich weiß nicht, dann kommen die Schüsse wahrscheinlich doch nicht vom Airfield, weil ich glaube, das wäre ein bisschen weit weg. Außer es war vielleicht doch eine Sniper. So, man sieht den Regen immer deutlicher, aber wenn wir in Bewegung bleiben, wird es nicht kalt. So, ich frage mich schon gleich, wenn wir Küste sind, weil dann ist es meiner Meinung nach um einiges wieder sicherer. Wenn wir nur aufpassen, dass wir, was weiß wir, wenn ich nur aufpasse, dann nicht einfach wild da reinrennen und, also in die Dörfer, voraussetzen, wir finden welche und dann gleich einfach abgeschlachtet wird. Ich vermute mal, wenn ich besetzte Dörfer finde, werde ich einfach suchen, abzuhauen. Wir können nochmal gucken, hier, ob irgendwie welche mit Clantech oder mehrere mit dem gleichen Clantech, nur dann könnte es nicht sein, dass sie etwas besser organisiert sind. Das sieht gut aus. Jo. Vielleicht werden wir auch mal eine Runde auf dem anderen Tag spielen, wo ich die G36C hatte. Und da noch ein bisschen rumgucken. Boah. Hört sich ganz lustig an. Und in der Nacht mit dem Regen, es schaut alles irgendwie so komisch aus, ey. Ich weiß nicht. Es ist entweder, bin ich einfach nur bekloppt oder es ist komisch. Ach, wahrscheinlich beides. Jo. Weiter geht's. Da vorne sehen wir schon die Hauptstraße. Gott, bitte nicht, ey. Please not the Hauptstraße. Please not the Hauptstraße. So. Wir müssen jetzt erstmal den Baum nachstellen und die Hauptstraße ein bisschen beobachten. Und wir sehen, dass da nichts ist. BZW. Kein Auto kommt. BZW, wir haben keins. Oh Mann, wie oft ich heute BZW beziehungsweise gesagt habe. So.
Jo, geschafft. Ich habe anscheinend auch gut genug gelauscht, ob ein Auto kommt. Ist nichts gekommen. Und ich glaube, irgendwas hier im Haus ist gerade umgefallen. Wie ich das angehört habe, wahrscheinlich ein ganzer Schrank. Aber ich mir so vorstelle, bam. Nun, ne? So, ist das da vorne schon? Oh, ich will eine Map. So, ne, weiter geht's. Was geht denn hier ab? Ist der zweite Schrank gleich hinterher gefallen? Oh Gott, oh Gott. Jo, theoretisch könnte ich jetzt eigentlich noch sogar 6 Stunden Dayset aufnehmen. Aber ne. Also so als kleine Information vielleicht sogar noch kann, ne? So 6 Stunden. Weil meine Mutter gerade arbeiten ist, wisst ihr? So. Fühlt sich geil. Ah ne, ich muss auch noch was essen. Ups. So, ich denke, jetzt müsste es nochmal das Licht gehen, sonst muss man gucken, ob ich das irgendwie noch. Okay, ich dachte, ich habe schon gehört. Ob ich das irgendwie noch im Nachhinein verstellt bekomme. Also die Helligkeit ein bisschen hochstellen. Wenn es gar nicht geht, dann müsst ihr echt damit leben. Okay, ich könnte guten Schuss gehört haben. Ich weiß auch leider gar nicht die Restart-Zeit von dem Server, wo ich hier gerade retarded, hat mich irgendwie an Restart erinnert. Oh Gott, Zombies. Weg hier! Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie betretbare Baracken sind oder so, aber ist mir scheißegal, ey. Ich habe eine Waffe mit. ...35 Schuss. Das reicht mir erstmal. So, und ganz ehrlich, ich möchte jetzt mal wissen, was das für eine Waffe ist. Jo, deswegen sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich weiß, was das für eine Waffe ist. Bis gleich.